Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die linke Bewegung in Südamerika hat eine ihrer Führungsfiguren verloren. Venezuelas Präsident Hugo Chavez ist tot. Er starb gestern nach einem langen Krebsleiden. Zahlreiche Länder in der Region kündigten Staatstrauer an. Auch westliche Regierungen würdigten Chavez für seine Sozialpolitik. Venezuela gehört zu den ölreichsten Ländern. Die Einnahmen hatte Chavez umverteilt und sich so die Unterstützung der Armen gesichert. Seine Gegner warfen ihm einen zunehmend autoritären Führungsstil vor. Als der Sarg von Hugo Chavez zur Aufbahrung gefahren wird, sind die Plätze und Straßen von Caracas voll mit Trauernden. Chavez hatte das Land gespalten, für seine Anhänger aber bleibt er das Idol Lateinamerikas. Mit seinem Versuch, die Regierung Venezuelas zu stürzen, war Hugo Chavez 1992 zunächst gescheitert und musste ins Gefängnis. Schon 6 Jahre später wurde er dann zum Präsidenten gewählt. Trotz Misswirtschaft und Korruption auch unter ihm verstand er es, die Massen zu mobilisieren. Im Jahr 2002 putschten Teile des Militärs und der wirtschaftlichen Oberschicht. Nur mit Mühe hielt sich Chavez im Amt. Für ihn war es aber Anlass, mit einer Verfassungsänderung seine Macht zu festigen. Chavez war Populist. Seine stundenlangen Fernsehauftritte sein Markenzeichen. Dabei beschwor er oft die Feindschaft mit den USA und wandte sich wie im Fall von Irans Staatschef Ahmadinejad gerne deren politischen Gegnern zu. Nicolas Maduro, der derzeit die Amtsgeschäfte leitet, beschuldigte die USA, für die Krebserkrankung des Präsidenten verantwortlich zu sein. Wie er selbst haben auch wir keinerlei Zweifel, dass unsere historischen Feinde einen Weg gefunden haben, die Gesundheit unseres Kommandanten zu beschädigen. Politische Freunde wie Boliviens Präsident Morales, der heute nach Venezuela kam, sahen in Chavez den politischen Führer Lateinamerikas. Für mich wird er immer der Anführer der antiimperialistischen Befreiungsbewegung Lateinamerikas und aller Sozialisten in der Welt bleiben. Der Sozialismus des Hugo Chavez duldete niemanden auf Augenhöhe. Ohne ihn wird Venezuela sich neu finden müssen. Chavez' Tod werde die Machtverhältnisse in Lateinamerika verändern, so die Einschätzung eines Politikwissenschaftlers. Das ganze Interview und weitere Hintergründe gibt es auf tagesschau.de. Die Bundesregierung sieht Deutschland auf einem guten Weg im Kampf gegen Armut und Einkommensungleichheit. Diese Einschätzung wird nach Ansicht von Arbeitsministerin von der Leyen durch Zahlen und Daten des Armuts- und Reichtumsberichtes belegt. Heute hat ihn das Kabinett verabschiedet. Schon im Vorfeld gab es erhebliche Kontroversen. Opposition und Verbände kritisieren, im Bericht seien Schlussfolgerungen geglättet oder geschönt worden. Wie arm oder reich sind die Deutschen wirklich? Darauf soll der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung eine Antwort geben. Doch auf Wunsch des Bundeswirtschaftsministeriums wurde in einer ersten Version der Einleitung die Formulierung, die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt, gestrichen. Politiker nennen das Ressortabstimmung. Die für den Bericht verantwortliche Bundesarbeitsministerin sagt, gestrichen wurde gar nichts, denn ein ähnlicher Gedanke sei im hinteren Teil des Berichts zu finden. Was ist denn rausgestrichen, liebe Opposition, dass ihr so beklagt? Der größte Teil ist drin und ich finde etwas, also seit 60 Jahren ungefähr in dieser Bundesrepublik gibt es Ressortabstimmungen. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Bundeswirtschaftsminister Rösler ist jetzt mit dem Bericht zufrieden. Kritik an den Änderungen sei Wahlkampfgetöse. Deutschland geht es so gut wie schon lange nicht mehr in der Geschichte unseres Landes. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit mehr als 20 Jahren. Doch Sozialverbände und Opposition kritisieren das Vorgehen massiv. Wir haben eine enorme Vermögensspreizung, eine enorme Einkommensspreizung. Der soziale Friede kann als gefährdet angesehen werden, wenn die Entwicklung so weiter verläuft. Und davon steht nichts mehr drin. Ich glaube, sowas gab es bisher in Deutschland noch nicht, dass eine Bundesregierung einen Bericht gefälscht hat, der Aussagen darüber treffen soll, wie sich die gesellschaftlichen Zustände in Deutschland entwickeln. Immerhin zeigt der Bericht, 50% der deutschen Haushalte verfügen über nur 1% des Gesamtvermögens im Land. Allerdings stehe dort auch, so die Arbeitsministerin, dass der Niedriglohnsektor seit 2007 nicht mehr gewachsen sei. Neben aller Kritik macht der Bericht vor allem 2 Dinge deutlich. Zum einen stehen in Deutschland mehr Menschen in Lohn und Brot als vor 2007. Das wertet die Bundesregierung als Bestätigung für ihre gute Arbeit.
Zum anderen wird das Kuchenstück der Reichen immer größer. Futter für eine Gerechtigkeitsdebatte, die vor allem der Opposition nutzen dürfte. Die umstrittene Befreiung stromintensiver Unternehmen von den Netzkosten in Deutschland steht auf der Kippe. Das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärte eine entsprechende Regelung für nichtig. Auch in Brüssel stehen die Strompreisrabatte für Großkunden auf dem Prüfstand. Die EU-Kommission vermutet dahinter eine unzulässige und wettbewerbsverzerrende Beihilfe für die deutsche Industrie. Das Bundeswirtschaftsministerium wies das zurück. Man arbeitet zudem an einer Neuregelung. Die EU-Kommission hat gegen den Softwarekonzern Microsoft erneut eine Geldbuße verhängt in Höhe von gut einer 500 Millionen Euro. Der US-Konzern hatte in einer Version des weit verbreiteten Betriebssystems Windows wettbewerbsrechtliche Auflagen nicht eingehalten. Über Monate fehlte ein Auswahlfenster für Internetbrowser von Konkurrenten. Der Konzern erklärte, es sei ein technischer Fehler unterlaufen. In der aktuellen Version des Betriebssystems Microsoft Windows gibt es sie, die Browser-Auswahlbox. Nutzer bekommen hier Alternativen präsentiert für das Surfen im Netz. Soll es der Internet Explorer von Microsoft sein oder doch lieber ein Programm der Konkurrenz? Die Möglichkeit zur Auswahl ist eine Auflage der EU-Kommission. Doch 2011 in einer früheren Windows-Version war die Box über ein Jahr lang verschwunden. Die Strafe dafür 561 Millionen Euro. Unsere heutige Entscheidung besagt, Microsoft hat eine rechtlich bindende Zusage gebrochen. Ein solcher Verstoß ist natürlich sehr schwerwiegend, egal ob das absichtlich geschehen ist oder nicht. Microsoft auch auf der CeBIT in Hannover nicht zu übersehen. Ein Software-Gigant, seit Jahren im Visier der Wettbewerbshüter. Das Unternehmen nutze seine Marktmacht aus und benachteilige andere Browser, befand auch die EU-Kommission schon 2009. Auf die heutige Millionenstrafe reagierte Microsoft nur schriftlich. Wir übernehmen die volle Verantwortung für den technischen Fehler, der das Problem verursacht hat, und wir haben uns dafür entschuldigt. Wir haben Schritte unternommen, um unsere Softwareentwicklung und andere Prozesse zu stärken, um solche oder ähnliche Fehler zukünftig zu vermeiden. Die EU-Kommission verhängte bei weitem nicht die Höchststrafe gegen Microsoft, auch weil das Unternehmen mit den Wettbewerbshütern kooperiert hatte. Gegen Olaf Gläsecker, den langjährigen Sprecher von Ex-Bundespräsident Wulff, ist Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft ihm Bestechlichkeit vor. Es geht um eine Veranstaltungsreihe, die ein Freund Gläseckers zwischen 2007 und 2009 organisiert hatte. Gläsecker, damals Sprecher der niedersächsischen Landesregierung unter Wulff, soll bei der Sponsorensuche geholfen haben. Im Gegenzug sei er vom Veranstalter zu Urlauben und Flügen eingeladen worden. Für die Grünen ist es ein Meilenstein in ihrer Parteigeschichte. Heute vor 30 Jahren zogen sie erstmals in den Bundestag ein. 5,6% lautete das Ergebnis bei der Wahl am 6. März 1983. Die Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung hatte das Bonner Parlament erreicht. Und mit ihr kamen nicht nur neue Themen, sondern auch ein neuer Politikstil. Ein Tannenzweig statt Blumen. Das Geschenk der Grünen an den neu gewählten Kanzler Kohl sollte ans Waldsterben erinnern. Ein Affront gegen die etablierten Parteien. Als die Grünen heute vor 30 Jahren in den Bundestag gewählt wurden, wollten sie alles anders machen. Schon rein äußerlich. Blumen, Wollpullis, lange Bärte. Damit riefen sie Erstaunen und unverhohlene Ablehnung hervor. Genauso wie mit ihren Themen. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Der Ursprung der Grünen, die Friedens- und Umweltbewegung und die erbitterte Auseinandersetzung mit dem Staat. Aber im Bundestag stieg dann doch der Anpassungsdruck. Auch bei den Grünen setzten sich die Alpha-Tiere durch. Macht oder Moral, an dieser Frage drohten die Grünen immer wieder zu zerbrechen. 1998 der Triumph, Rot-Grün stellt die Regierung. Doch die Zerrissenheit bleibt. Die Grünen stimmen unter Polizeischutz nur knapp dem Kriegseinsatz im Kosovo zu. Außenminister Fischer wird deshalb angegriffen. Trotz allem, heute sind die Grünen längst Mainstream geworden. Und das nicht nur in der Umweltpolitik. Sie haben eben dafür gesorgt, dass die Gesellschaft auch offener, freier geworden ist. Denken Sie etwa an die Gleichstellung von Frauen oder auch das Thema Ausländerintegration. Da haben die Grünen im Grunde als Schrittmacher gewirkt. Heute gibt es sogar mit Winfried Kretschmann den ersten grünen Ministerpräsidenten. 30 Jahre Grüne, sie haben sich selbst und auch das Land verändert.
Die Beratungen in Rom über die anstehende Papstwahl gestalten sich offenbar schwierig. Die Kardinäle haben noch keinen Termin für den Beginn des Konklave bestimmt. Einige von ihnen sollen auf eine rasche Wahl dringen, während andere zunächst intensive Beratungen über den Zustand der Kirche fordern. Benedikt XVI. Hatte erklärt, der neue Papst sollte möglichst vor Ostern gekürt sein. Eine weiße Schirmmütze, eine weiße Soutane, aber schwarze Schuhe. Paparazzi-Fotos des zurückgetretenen Papstes Benedikt beim Spazierengehen wurden heute in der italienischen Zeitschrift Chi veröffentlicht. Täglich warten auch Paparazzi vor dem Vatikan, um von den Kardinälen Neuigkeiten aus der Generalkongregation zu erfahren. Die meisten winken jedoch ab. Die 6 deutschen Papstwähler, Marx, Wölki, Lehmann, Kaspar, Cordes und Meissner, sind bereits in Rom. Es ist hochinteressant, in einem Raum zu sitzen, wo der künftige Papst dazwischen sitzt und keiner weiß, wer es ist, er selber nicht. Das ist sehr spannend. Spannend sind auch die Themen, über die die Kardinäle heute diskutiert haben. Allen voran die Vatileaks-Affäre, den Skandal rund um gestohlene Vatikan-Dokumente. Auch der neue Papst wird sich damit wohl beschäftigen müssen. Außerdem, so Vatikansprecher Lombardi, haben die Kardinäle über die Erwartungen und das Profil des zukünftigen Pontifex diskutiert. In der Sixtinischen Kapelle laufen unterdessen die Vorbereitungen für das Konklave. 2 Öfen werden aufgestellt. In einem landen die Stimmzettel, im anderen das jeweils richtige Rauchmittel, schwarz oder weiß, um der Weltöffentlichkeit das Ergebnis eindeutig zu signalisieren. Die Unruhe unter den Kardinälen ist beinahe greifbar. Für viele stellt sich die Vatileaks-Affäre mit ihrer verheerenden Öffentlichkeitswirkung als Versagen von Teilen der Kurie im Vatikan dar. Vielleicht gerade deshalb rufen immer mehr nach einem nicht-europäischen Papst, nach einem, der endlich aufräumt im offensichtlich dringend reformbedürftigen Kirchenstaat. Der Schauspieler Dieter Pfaff ist tot. Er starb gestern im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens. Der gebürtige Dortmunder wurde unter anderem durch seine Rollen in den ARD-Serien Bloch und Der Dicke bekannt. Für seine schauspielerischen Leistungen erhielt Pfaff neben vielen anderen Auszeichnungen den Grimme-Preis und die Goldene Kamera. Ehrenberg, mein Name ist Anwalt. Ein Lachen, das ansteckte vor der Kamera und dahinter. In Der Dicke spielt Dieter Pfaff den großen Anwalt der kleinen Leute, seine Paraderolle. So, und jetzt will ich die Wahrheit wissen. Auch als unkonventioneller Therapeut Bloch begeistert er ein Millionenpublikum. Dabei fand er erst über Umwege vor die Kamera. Ich wollte eigentlich immer Schauspieler werden, aber dann haben wir gesagt, für einen Schauspieler denkst du zu viel, du bist zu intellektuell. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt Regisseur. Aber es hat sich dann doch durchgesetzt und es war im wahrsten Sinne des Wortes für mich lebensnotwendig, das zu tun. Pfaff wird in Dortmund geboren, er schmeißt sein Germanistikstudium für das Theater. Bereits in der Schule entdeckt er seine Liebe für die Bühne und seine Frau Eva. 43 Jahre sind beide verheiratet. Pfaff spielt seine Rollen nicht nur, er lebt sie und bekommt dafür unter anderem den Grimme-Preis und die Goldene Kamera. Ich glaube, dass ein guter Schauspieler ein Geheimnis haben muss. Und wenn man das alles ausbreitet, dann verliert man sein Geheimnis. Neben der Schauspielerei engagiert sich Pfaff als UNICEF-Sonderbotschafter und spielt leidenschaftlich Gitarre. In diesem Jahr wollte er wieder vor der Kamera stehen. Gestern ist er mit 65 an den Folgen eines Krebsleidens gestorben. Alles Gute, tschüss. Und jetzt die Lottozahlen. 2, 6, 10, 14, 15, 29, Zusatzzahl 41, Superzahl 9, die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 1, 4, 2, 7, 9, 1 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 3, 7, 4, 4, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 7. März. Das Tiefdruckgebiet, das vom Atlantik bis zum Mittelmeer reicht, sorgt ab morgen für unbeständiges Wetter. Dabei bleibt es zunächst noch mild. Im Nordosten macht sich aber schon kältere Luft bemerkbar. Heute Nacht ist es in der Nordhälfte oft noch klar. Von Süden her werden die Wolken aber dichter und hier beginnt es stellenweise zu regnen. Morgen zeigt sich an der Ostsee und im Südosten zum Teil noch die Sonne. Meist ist es aber stark bewölkt und vor allem in der Mitte und im Südwesten fällt hier und da etwas Regen. Der Wind weht im Süden schwach, im Norden zum Teil mäßig und zu den Küsten hin frisch bis stark mit stürmischen Böen.
Heute Nacht Tiefstwerte zwischen plus 7 Grad am Niederrhein und örtlich minus 3 in Thüringen. Morgen werden auf Rügen 4, am Oberrhein bis zu 15 Grad erreicht. Am Freitag im Süden und Westen Sonne, Wolken und örtlich Schauer. Sonst ist es meist stark bewölkt, gebietsweise regnet es leicht. Auch am Wochenende viele Wolken, dabei am Samstag im Norden und Nordosten, am Sonntag bis in die Landesmitte Schnee, nach Süden hin Regen, an den Küsten windig. Um 22.15 Uhr melden sich die Tagesthemen. Karin Mioska fragt Wirtschaftsminister Rösler, ob der Armutsbericht der Bundesregierung geschönt wurde. Außerdem Diebstähle an der deutsch-polnischen Grenze. Brandenburg zieht Bilanz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.